Jo, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die neuen Felgen vorstellen. Ich glaube, man sieht sie schon im Spiegel. Hallo, iBeams 1 Kamera. Und was habe ich in dem Auto bisher gemacht? Zum einen, als erstes habe ich ja damals das Radio ausgetauscht. Hier war so ein Standard VW 0815 Radio drin. Das ist jetzt auch ein Standardradio. Das ist das RNS 510 von VW. Das habe ich eBay Kleinanzeigen gebraucht für 400 geschossen. Dann nochmal 90 Euro für die Update-DVD auf Stand 2019, die ich aber zum Glück wieder für 70 Euro verkaufen konnte. Also war es wegen Update gar nicht mal so viel teuer. Dann haben wir Fußraumbeleuchtung, Ambientebeleuchtung. Und ich bin ja in einem mega geilen Spot. Halt mal, da war ich im Roller auch schon. Gerade noch ein paar Bilder gemacht. Was wir als nächstes dann gemacht hatten, war Spauderspuff von Remus dran gemacht, der auch richtig schön giftig klingt. Also der knallt sogar manchmal beim Schalten so ein bisschen. Das sind einmal umdrehen. Dunlop. Sportmax, die Maße, wo stehen die Maße? Die stehen auf dem anderen, auf dem Kopf. Nein, die Maße stehen jetzt überall unten. Die sind sogar schon ein bisschen dreckig, ne? Da stehen keine Maße drauf. Und guck mal, wie knapp das Felge zum Boden ist. Lul. Ah, hier. Hier könnt ihr es lesen. 235 Z. R19. Ich wollte unbedingt schwarze Felgen haben, weil schwarz passt gut zu weiß. Und ich wollte unbedingt ein Tiefbett haben. Ich finde Tiefbettfelgen einfach so heiß. Inzwischen sind die, glaube ich, gar nicht mehr so modern wie früher, aber also Tiefbettfelgen, wo quasi das Innere normal ist, wie bei einer normalen Felge, aber das Felgenbett nach außen geht. Hier haben wir ein schönes, hochglanzpoliertes Felgenbett. Ich fand die Felgen so geil. Und die waren gar nicht teuer, Leute. Das sind Alouette, neu gekauft. Felgen neu, Reifen neu. Aber die Felgen sind echt nicht teuer. Also das ist wirklich gut bezahlbar. Dadurch, dass sie halt eine andere Einpresstiefe haben, stehen die ein bisschen raus. Obwohl die gleiche Reifenbreite haben, nur stehen die Reifen weiter nach außen. Ich habe mir das erklären lassen, aber ich check diese Sache nicht so ganz. Das hat mit der Einpresstiefe zu tun. Aber keine Ahnung, Leute. Ich bin kein Felgenfachmann. Die Felgen sind bereits TÜV abgenommen. Und ich finde einfach, die sehen hammergeil aus. Oh, hier darf ich nicht weiter runtergehen. Hier ist ein bisschen steil. Die sind schon breit. Also man kann sagen, im Vergleich zu den alten Reifen stehen die Reifen jetzt oder die Felgen ein bisschen weiter auseinander. Also der Radstand ist ein bisschen breiter. Macht sich im Fahrgefühl auf jeden Fall bemerkbar. Laufgeräusch ist deutlich lauter und fühlt sich beim Fahren deutlich härter an. Also ja, aber ist jetzt kein negativer Punkt, im Gegenteil, fühlt sich sportlicher an. Was natürlich jetzt auffällt, ist dieser 2 Kilometer breite Spalt hier. Ja. Eine Tieferlegung wäre jetzt nicht schlecht. Bin ich tatsächlich am Überlegen. Meine Sorge ist halt wirklich, dass ich Probleme kriege, wenn ich irgendwo in den Hof fahren möchte oder so, dass ich mir vorne Schnäuzle abreiße. Aber eigentlich ist hier auch noch genug Platz, wenn man mal genau schaut. Das geht, da ist eigentlich nur locker Platz. Steht hier so ein bisschen leicht am Abhang, aber da ist schon Platz. Also da kann man eigentlich schon tiefer legen. Wenigstens ein bisschen, ich sag mal so, wenn ich den jetzt tiefer legen würde, dass quasi der Radkasten ungefähr hier stehen würde. Ich sag mal so, was sind das? 3 cm, 4 cm? Das wäre mehr als ausreichend. Würde mir schon reichen. Keine Keilform-Tieferlegung, sondern eine normale. Aber ich muss natürlich auch erstmal meine Finanzen überprüfen, weil von meinem Ersparten
Das neigt sich langsam, langsam aber sicher, sehr langsam aber auch sehr sicher dem Ende zu. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Und schwarze Rücklichter mit LED. Ja, die Felgen, mir persönlich gefallen die Hammer. Ist natürlich eine Geschmackssache, vor allem Tiefbettfelgen gefällt nicht jedem. Ich finde sie richtig geil und ich finde, passt auch richtig gut. Und das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also das ist eine ganze Zeigenfingerlänge. Ja. Wenn ich den jetzt halt tiefer legen würde, wenn ihr mal von oben schaut, die Reifen stehen raus. Das heißt, die Reifen würden irgendwann nicht im Radkasten verschwinden, hier, sondern der Radkasten würde irgendwann hier quasi doof gesagt auf den Reifen kommen. Ist aber keine Spurverbreiterung. Also wenn ihr hier mal reinschaut, da sind keine Spurplatten drin. Na, das kann man jetzt halt sehr schlecht sehen. Aber ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Da sind keine Spurplatten. Da waren gerade ein paar Spaziergänger. Ich finde es immer noch so weird, irgendwie Videos zu machen, wenn Spaziergänger da sind. Wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall Ambientebeleuchtung und Unterbodenbeleuchtung möchte ich hier gerne noch einen Schalter nebendran setzen, dass man das deaktivieren kann. Thema Tieferlegung muss ich mich halt erstmal beratschlagen, was man da am besten machen könnte, weil ihr seht, auch vorne stehen die Reifen ein bisschen raus. Und ob man den dann einfach so tiefer legen kann oder ob man da auf irgendwas achten muss, da muss ich mich halt erstmal beraten, was würde das Ganze dann kosten und. Jetzt dachte ich gerade, das ist kaputt. Das ist Dreck, Dreck, Dreck. Ja, weil eigentlich wollte ich ihn ja nicht tiefer legen, aber jetzt mit den Felgen, jetzt muss man das doch irgendwie machen. Also ich habe schon die Kommentare auf Instagram gelesen und ja, ihr habt recht. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute geschrieben haben, der ist ja hoch wie ein Hochhaus. Wobei der Scirocco gar nicht hoch ist eigentlich. Aber ja, irgendwie könnte man das schon machen. Dann, ich habe in Instagram ein paar coole Tipps bekommen. Ich habe bei Instagram Story gefragt, was ihr so für Tipps habt, und da waren ein paar coole Tipps dabei. Zum Beispiel, einer hatte gesagt, man kann ganz leicht die Zeigerinszenierung einprogrammieren. Man muss quasi nur da unten einen Laptop anschließen und dann kann man, das nennt sich bei VW Zeigerinszenierung. Das heißt, ihr kennt das wie von den Rollern, von den Digitaltachos, ihr dreht den Schlüssel rum und dann gehen alle Anzeigen einmal nach rechts und wieder zurück. Ich habe mir im Internet mal Tutorials angeguckt. Das wird über das Steuergerät programmiert. Das ist quasi ein Menüpunkt, wo man quasi ein Häkchen reinmachen muss. Und dann läuft das, aber ich habe so einen Computer nicht. Ich habe noch nicht mal einen Laptop. Ich müsste mir erstmal einen Laptop kaufen. Und dann noch so ein Modul, dass ich den Laptop da unten anschließen kann. Und keine Ahnung, da bin ich schon wieder an die 500, 600 Euro los, um diese Zeigeinszenierung da reinzumachen. Ich will mal gucken, ob das eine Werkstatt mir einprogrammiert, ob die das überhaupt machen oder ob ich da vielleicht zu VW fahren muss. Das war auf jeden Fall auch noch ein sehr cooler Tipp. Dann, ja klar, Rückleuchten, schwarze Rückleuchten war auch ein Tipp. Tiefer legen war auch ein Tipp. Alles Themen, das finde ich sehr, sehr geil. Weiße Reifenschrift wäre auch eine sehr geile Sache, wenn man quasi einmal den Dunlop-Schriftzug und eventuell noch diesen Pfeil hier und diesen Pfeil und auf der Seite das Sportmax mit diesem Pfeil und dem anderen Pfeil, das noch weiß macht. Da hätte ich allerdings die Sorge, wenn man das verkackt, dann sieht das scheiße aus. Und wie lange sieht das gut aus, bis die Farbe irgendwie weggeht. Aber könnte auch ziemlich fett aussehen. Fürs Erste, boah, schau dich mal diesen Sonnenuntergang an. Ist das ein geiles Bild. Fürs Erste habe ich jetzt erstmal nicht sofort was als Nächstes geplant, weil ich muss erstmal schauen, was von dem Ersparten noch übrig ist und ob man da vielleicht eine Tieferlegung machen könnte. Wenn ja, was kostet das? Ein komplett neues Fahrwerk oder einfach nur kürzere Federn? Kürzere Federn möchte ich eigentlich nicht machen, weil die Autos dann einfach saumäßig hart werden. Und der ist schon hart. Und der hat Standardfahrwerk drin, also der hat zwar Sportpaket, also der hat ein Sportfahrwerk drin, aber ist halt auch ein Standardfahrwerk. Und der ist schon hart. Und wenn da jetzt noch kürzere Federn reinmachst, dann wow, nee, also da wäre mir ein ordentliches Fahrwerk lieber. Und die Rückleuchten noch schwarz machen. Also Tieferlegung,
schwarze Rückleuchten. Das wäre noch so ein Plan für die nächste Zeit, da weiß ich aber noch nicht wann. Ja, Heckscheibentönen braucht man hier eigentlich nicht, weil die Heckscheiben schon getönt sind. Ich glaube, was sind das, 65%? Also wenn ihr mal so schaut, die sind schon sehr schwarz. Das würde keinen Sinn da machen, noch 200, 300 Euro oder 200 Euro ausgeben, um die nochmal noch schwärzer zu tönen. Das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. Ne? Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Felgen haltet, wie ihr sie findet und ob ihr auch der Meinung seid, wie die meisten anderen und ich inzwischen auch, dass der jetzt auf jeden Fall noch tiefer muss. Oder sagt ihr, nee, das sieht so auch super aus. Ich finde das eigentlich, das sieht so schon richtig super aus. Bei einer Tieferlegung hätte ich halt wirklich Angst, dass man sich vorne irgendwo die Schnauze abreißt oder irgendwo hängen bleibt und dass dann im Laufe der Zeit am Fahrzeug mehr Schaden entsteht, als man durch die Optik Nutzen hat. Das wäre halt so meine Sorge dabei. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr so krasses Interesse an dem Scirocco habt. Freut mich riesig. Und auch wenn ich momentan nicht mehr machen kann oder mache, dann ist es doch schön, wenn man wenigstens da ein paar Videos machen kann. Ich habe tatsächlich noch überlegt, mir für die Canon-Kamera ein Weitwinkelobjektiv zu machen, zu kaufen. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen, aber die sind halt sehr teuer, ne? Ja, was ich noch geplant habe, da die Aprilia momentan ja immer noch nicht läuft und bei der Aprilia ist es ja so, es ist ja nicht nur Kurbelwellenlager wieder einbauen und fertig, sondern da muss das Fahrzeug auch wieder komplett zusammengebaut werden, der Motor eingehängt werden, alles muss neu abgestimmt werden, weil keine Ahnung, wann ich zuletzt den Vergaser abgestimmt habe und ob ich den überhaupt richtig abgestimmt habe. Und da habe ich momentan einfach nicht die Lust und auch nicht die Zeit dazu. Ich war jetzt heute auch wieder meinen Sohn besuchen und da ist einfach nicht die Zeit dazu, da jetzt noch ein Fahrzeug abzustimmen, auch momentan einfach nicht die Lust. Ich habe aber überlegt, mir einen Roller zu holen, so vielleicht für 300 bis 400 Euro maximal. Scheißegal, wie er aussieht, er muss halt laufen. Und dass man damit noch ein bisschen Videos machen kann, weil Motovlogs habe ich natürlich auch wieder riesen Bock drauf. Zum Abschluss habe ich noch eine Abstimmung für die Leute, die das Video bis jetzt wirklich angeschaut haben. Die haben vielleicht auch tatsächlich Interesse, mehr zu sehen solcher Art. Deswegen oben meine Abstimmung. Hättet ihr Bock, dass wir auch mal wieder ein paar Outdoor-Vlogs machen? Ich hätte auf jeden Fall mal geplant, mit dem Auto auf die Autobahn fahren und jetzt, wo wir ordentliche Reifen haben, mal zu testen, wie es wirklich ist, mit 200 km/h über der Autobahn zu brettern, weil ich persönlich in meinem Leben doch nie 200 km/h selber mit dem Auto gefahren bin. Und vielleicht können wir da ja mal einen Motorvlog machen, auch ein, wie wir da mal schauen auf der Autobahn, wie schnell das Auto fährt, laut Papiere 220, können wir mal schauen, ob er das schafft. Und auch so, ob wir mal wieder Autovlogs machen sollen. Also einfach mal oben rechts, ich glaube, hier müsste das für euch dann rechts sein, abstimmen. Und dann bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Autovlogs, ja oder nein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch für das Interesse. Haut rein. Ciao mit V.